Hallihallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, heute waren es nur zwei Einkäufe und eine kleine Spende, sage ich jetzt mal, beziehungsweise ein kleiner Bonus. Sind nicht viele Karten, man sieht weniger als normalerweise, dafür sind aber eigentlich nur Highlights. Und eine ganz besondere Sache, wo mir echt die Kinnlade runtergefallen ist, als ich sie gesehen habe, weil das war nämlich ebenfalls eine Spende und ich wusste gar nicht, dass so eine Seltenheit existiert. Ich weiß nicht mal, wie man sie nennt, aber dazu kommen wir erstmal später. Jetzt kommen wir erstmal zum ersten Einkauf, den ich hatte, nämlich beim lieben Georg Becker mal wieder oder auch beim Kerim Kevek, je nachdem, wie man ihn kennt. Da habe ich mir mal wieder einen Victory Dragon Ultimate besorgt. Das wird aber wahrscheinlich der letzte sein. Ich habe jetzt drei Stück, den Rest werde ich wohl mit Secrets und Ultras und welchen Seltenheiten es ihnen sonst noch gibt, auffüllen. Also wie gesagt, noch einmal in Ulti. Und als zweites etwas ganz Besonderes, nämlich den schwarzen Totenkopfdrachen in Ultimate Rare aus Japan. Die ist sehr, sehr teuer gewesen, die Karte. Ich glaube, über 30 Euro habe ich für die bezahlt. Diese ganzen alten Karten, auch in diesen alten Layouts in Ultimate, sind relativ teuer. Da wird es auch noch den Blue Eyes geben und den schwarzen dunklen Magier und so. Und die kosten alle fast 100 Euro pro Stück. Und ja, da gehört der wohl noch zu den günstigeren. Gut, jetzt kommen wir zum zweiten Einkauf von Ani. Da war eine kleine Zugabe dabei, wahrscheinlich weil ich Geburtstag hatte. Danke nochmal an dich. Dann haben wir nämlich einmal hier den Heiligen Phoenix von Neftis in Ultimate. Den gibt es aber auch im deutschen Ultimate, deswegen werde ich den wohl weiterverkaufen und mir die deutsche Version noch ein paar Mal besorgen. Aber auch trotzdem sehr, sehr nett, die mal in Ultimate endlich zu sehen. Coole Sache. Danke dir, Ani. Als zweites aus diesem neuen Movie-Pack in Japan, in K-Serie, eine Karte, deren Namen ich nicht weiß, scheint zu den dunklen Magiern zu gehören. Den Effekt kann man jetzt hier gerade nicht so sehen. Machen wir das Licht an, dann müsste das eher zu sehen sein. Ja, jetzt, da kommen wir langsam. Genau. So. Auch vielen Dank dafür. Diese Movie-Pack-Karten brauche ich natürlich alle noch mehrfach. Also immer mal anbieten, wenn das jemand hat. Dann habe ich das Playset in Normal Parallel Rare, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, das sieht jetzt aus wie ein Kamin, habe ich bekommen den, oh Gott, man sieht den Effekt hier gerade überhaupt nicht, oder? Doch hier ganz leicht. Auf jeden Fall in Normal Parallel Rare habe ich hier dreimal diesen Galaxie-Augendrachen, heißt der, glaube ich, bekommen. Der hat ja einen 2000 ATK und der hat ja den Effekt, dass er quasi nur Drachen angreifen kann und man kann ihn, glaube ich, er hatte 4 Sterne, man kann ihn ohne Tribut halt beschwören. Ich denke mal, das ist ganz gut, wenn man gegen Drachendeck spielt. Aber ich bin ja kein Spieler, ich kann das nicht beurteilen. Der Unterschied zwischen Normal Parallel Rare und Parallel Rare ist übrigens, bei den normalen Parallel Rare Karten sehen die Karten ja eher aus wie Ultra Rares, also eben Schrift Gold, Bild holographisch und eben diese Parallelstreifen drüber. Bei den Normal Parallel Rares ist es eben eine Kamen, auf die diese Folie dann gedruckt wird. Gut, danke dir dafür. Jetzt kommen wir zu der Karte, die ich gemeint habe. What the fuck? Das ist eine Super Rare, vom Effekt her, mit einer Colored Rare Schrift. What the fuck is this? Wirklich, ich weiß, Arne hat sie mir mal zum Kauf angeboten. Ich wollte auch, glaube ich, fast 20 Euro dafür bezahlen oder so. Es war mein Gebot, auch wenn sie wahrscheinlich weniger wert war. Aber ich habe das wieder vergessen gehabt und jetzt hat er sie mir wahrscheinlich als Bonus geschickt. Ey, heftig, 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 heftig. Aus VE06, ich bin immer noch ganz baff. Die ist wunderschön, die Karte. Das ist ja diese ehemalige Preiskarte, beziehungsweise eine dieser Preiskarten im Giant Hand. Geile Sache. Jetzt kommen wir zu den Karten, die ich gekauft habe. Dann haben wir hier einmal unseren mittlerweile zweiter oder dritter müsste das sein, Vampir Genesis in Ultimate Rare. Die Karte ist exzellent, die ist nicht Top Mint, aber darüber habe ich jetzt einfach mal hinweggesehen. Ich habe auch 2 Euro Nachlass bekommen. Dann mein mittlerweile vierter Elemental Heroes Steam Healer müsste das, glaube ich, sein, wenn ich mich nicht täusche, in Ultimate Rare. Und natürlich ganz krass, das dunkle Magiemädchen, die Drachenreiterin in Collectors Rare. Das wird jetzt nicht fokussieren, aber ich denke mal, den Effekt kann man trotzdem ganz gut wahrnehmen. Das ist nicht nur Ultimate, das ist so aufgesplittet. Achtet mal ein bisschen auf die Ränder, wie die gemacht sind. Ja, das ist noch eine Abwandlung des Ultimate Rare, das richtig heftig aussieht. Also für die habe ich, glaube ich, 34 Euro bezahlt. Und zu guter Letzt haben wir hier ein Odd Eyes. Welcher genau das ist, weiß ich nicht. Das ist eine Xyz Pendulum-Karte in Ghost Rare für 21 Euro. Auch richtig fette Sache. Und ja, das war's auch wieder soweit. Nächste Woche müssten noch einige Sachen von eBay kommen.
Und ja, das war es soweit. Ich bin zufrieden mit dem Ganzen. Haut mal eure Meinung zu der Sammlung, wollte ich schon fast sagen, zu dem Einkauf raus. Ich glaube, zusammen hat mich der kleine Stapel locker über 100 € gekostet. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.